Aufzeichnung an. Begrüße alle Leute, die jetzt schon ja, im Nachhinein diesen Talk anschauen und diese Aufzeichnung sehen. Wir stehen kurz vor der Live-Sendung und zwar sind wir jetzt 10 Sekunden vor der Live-Sendung und ich starte jetzt den Livestream. Und wir werden ein paar Sekunden warten. Wir werden gleich live sein. Ich sehe schon, dass wir schon live geschaltet sind. Jawohl, ein paar Sekunden warten wir noch mit der Begrüßung, bis die ersten Leute, das dauert immer ein paar Sekunden, im Chat dabei sind. Gut, wir beginnen. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen wieder bei Amateur Scout Live. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Ja, Freitag am Abend ist normalerweise die Zeit, wo man entweder am Fußballplatz mit der Mannschaft trainieren, Abschlusstraining haben, sich vorbereiten auf den kommenden Gegner am Wochenende. Freitagabend ist auch die Zeit, wo vielleicht das eine oder andere Meisterschaftsspiel am Programm steht, aber leider aufgrund von Corona kann derzeit im österreichischen Amateurfußball kein Spiel stattfinden, auch kein Training. Ja, aber wir wollen uns auf alle Fälle die Zeit schön machen, indem wir ein bisschen über Fußball plaudern. Und da möchte ich zuerst einmal erklären, Amateur Scout ist normalerweise eine Plattform, wo wir Videoanalysen für den Amateurbereich anbieten. Es ist eine Plattform, wo wir von der Regionalliga bis abwärts taktische Videos für euch machen. Wir stellen euch Analysen für die Eigenbeobachtung oder auch für die Gegnerbeobachtung zur Verfügung. Und jetzt in der Corona-Zeit haben wir uns zur Aufgabe gesetzt, Live-Sendungen hier über Facebook zu streamen und bekannte und sehr interessante Gäste bei uns zu begrüßen. Ich möchte, bevor ich mit der Begrüßung unseres heutigen Gastes beginne, mit einer Ankündigung starten. Und zwar am kommenden Dienstag sprechen wir über den Behindertenfußball und zwar über das Thema Special Needs. Und da habe ich zwei Gäste vom SK Rapid Wien eingeladen, den Matthias Schuh und den Matthias Koster, den Trainer des Special Needs Teams. Und da werden wir ja über den Behindertenfußball und den Behindertensport in Österreich sprechen. Und mit dem heutigen Gast, den ich begrüßen möchte, ist mir, glaube ich, ein sehr, sehr bekanntes Gesicht in der österreichischen Fußballszene zugeschaltet. Er war Profifußballer bei Austria Wien, beim Wiener Sportclub, beim Krems ASC und ich würde jetzt mal sagen, die erfolgreichste Zeit sogar beim FC Tirol gehabt, wo er in 133 Spielen 43 Tore erzielt hat. 1993 kam er sogar zum Nationalteam-Debüt in der EM-Quali 94, damals gegen Schweden. Die Trainerkarriere startete er im Nachwuchs. Er war dann Anfang 2000 auch Trainer der AK U19 der Admira, auch bei Rapid im Nachwuchs tätig. Er zum ÖFB wechselte, dort als U17 Assistenztrainer fungierte, dort unter Ernst Weber den dritten Platz bei der Endrunde in Portugal erreichte. Er war auch Trainer von Austria Wien. 6 Jahre lang hat er da vorzuweisen. Zuerst in der Stronach Akademie, dann als Assistenztrainer bei Frenkie Schinkels und Peter Stöger, war da Meister und Cupsieger. Ja, und auch für Cheftrainer der Austria Amateure zu dem Zeitpunkt dann.
Dann wieder beim ÖFB als Nachwuchsteamchef, dem 94er Jahrgang, ein sehr, sehr guter Jahrgang, muss man ja sagen. Also es war ja wie der Wein, ein guter Jahrgang. Da sind unter anderem Alessandro Schöpf, Luis Schaub, Sabitzer, Gregoritsch und viele mehr hervorgekommen. Er war Ausbildungsleiter des ÖFB und Assistenztrainer der A-Nationalmannschaft bei Marcel Koller. Er war ORF-TV-Experte und zuletzt war er Assistenztrainer beim FC Basel unter Marcel Koller und sogar 2019 Schweizer Cupsieger. Bitte verzeiht mir oder verzeih mir, wenn ich irgendwas vergessen habe oder nicht so detailliert ausgeführt habe, aber ich begrüße recht herzlich bei uns Thomas Janeschitz. Danke, Thomas, für deine Zeit und es freut mich sehr. Gerne, schönen Abend. Danke für die Einladung. Die vielen Stationen sprechen dafür, dass ich doch ein bisschen fortgeschritten schon bin im Alter, obwohl es sich noch gar nicht so anfühlt. Ah, ich kenne dein Alter, ich weiß, wir sind ungefähr eine Generation. Also du hast noch einige Jahre vor dir. Alle Leute im Chat begrüße ich sehr herzlich. Bitte, wenn ihr Fragen habt, dann einfach in den Chat hineinschreiben. Und ich werde die Fragen dann an den Thomas direkt weiterstellen. Thomas, ein Jahr Pandemie haben wir jetzt hinter uns. Wie hast du die Corona-Zeit sozusagen bis jetzt erlebt und überlebt? Zuerst einmal würde es mich interessieren, gesundheitlich, passt alles bei dir, ist alles gesund geblieben? Ja, alles gesund, die ganze Zeit auch gesund gewesen. War ja so, dass vor einem Jahr circa wir noch beim FC Basel engagiert waren und da gerade in der Schweiz relativ schnell die Meisterschaft auch unterbrochen wurde und von da an eine, ja nicht nur im Fußball, sondern allgemein, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Zeit angebrochen ist, die glaube ich, alle Lebensbereiche betrifft. Es hat sich komplett verändert, auch wenn ich jetzt von der Arbeit im Club und im Verein spreche. Es waren Corona-Tests plötzlich an der Tagesordnung. Man konnte sich nicht mehr die Hand geben, man konnte nicht mehr gemeinsam jubeln, man hat die Zuschauer dann verloren. Also eine wirklich komplett neue Situation. Auch die Ungewissheit, dass man nie wusste, wann passiert jetzt das nächste Spiel. Dann war der nächste Schritt eben die Belastung, dass man dann die ausgefallenen Spiele ja dann auch nachtragen musste. Bei uns in der Schweiz war es so, dass wir dann wirklich die letzte Liga waren, die dann auch fertig geworden ist, weil wir dann auch noch das Schweizer Cup-Finale auch 2020 noch am 30. oder ja, 30. August, glaube ich, noch gespielt haben. Und also es war dann wirklich sehr, sehr anstrengend. Auch wir waren ja in Europa League auch im Viertelfinale bei diesem Endturnier noch dabei in Deutschland. Also einiges mitgenommen und ja, dann ist der Vertrag ausgelaufen. Und auf der einen Seite, so ist ja der Stand jetzt auch noch, dass ich zurzeit nicht tätig bin im Fußball, was gerade in dieser Zeit jetzt vielleicht sogar recht angenehm ist, weil ich genau weiß, wie schwer die Arbeit jetzt wirklich ist bei den Clubs, bei den Vereinen. Im Profifußball sind wir noch so begünstigt, dass wir zumindest weiterarbeiten konnten, was ja im Amateurfußball komplett weggefallen ist. Also ich hoffe wirklich sehr, sehr stark, dass das bis Sommer, wenn dann wirklich ein größerer Teil die Impfungen bekommen hat, dass sie die Situation dann etwas lichtet. Wie ist eigentlich die Situation, die Corona-Situation? Ich darf dich ja direkt aus der Schweiz begrüßen. Du sitzt ja in der Schweiz uns zugeschaltet heute. Wie ist die Corona-Situation in der Schweiz? Wie ist da das öffentliche Leben? Wie findet es momentan da statt? Ja, ist auch irgendwo ein Grund, warum ich mich entschlossen habe, jetzt auch noch hier zu bleiben. Es ist aus meiner Sicht, wird die Situation ein wenig gelassener gesehen. Sie waren auch von den Maßnahmen wirklich, wirklich mit Fingerspitzengefühl unterwegs. Teilweise ist es dann natürlich auch kantonsweise unterschiedlich gewesen. Man spricht in der Schweiz sehr liebevoll auch vom Kantönli-Geist. Das heißt, jeder Kanton kann sehr viel eigenständig auch bestimmen. Das heißt, das waren auch die Restaurants noch hier. Also ich bin ja ein bisschen außerhalb von Basel, Basel-Land.
waren die Restaurants auch noch offen. Also die Situation allgemein war immer ein bisschen entspannter aus meiner Sicht. Jetzt aktuell ist die Lage so, dass die Geschäfte haben offen, aber Restaurants und sonstige Veranstaltungen sind nach wie vor zu. Aber wie gesagt, etwas gelassener, ruhiger. Die Bevölkerung ist auch, der Schweizer ist ja sehr ordnungsliebend und da hält sich der Großteil wirklich auch an die vorgegebenen Maßnahmen und sie haben auch die entsprechende Geduld. Gerade heute war wieder ein Beschluss, dass eben die Maßnahmen, die jetzt bestehen, auch weiter bestehen, weil eben die Zahlen jetzt auch in der Schweiz wieder in die Höhe gehen und weil halt wirklich diese dritte Welle befürchtet wird. Hast du bei uns in Österreich ist ja der Amateurfußball momentan noch auf Eis gelegt. Hast du einen Einblick in der Schweiz zum Amateurfußball? Wie schaut es da aus? Genau dasselbe. Also ab der dritten Liga ist kein Betrieb. Man hat den Spitzenmannschaften, den Nachwuchsakademien auch, das ist ja ähnlich aufgebaut wie bei uns. Also die dürfen spielen und man hat jetzt auch den zweiten Mannschaften erlaubt, dass sie trainieren, was sie relativ schnell dann entschieden haben, dass sie auch gegen die anderen Profi-zweite Mannschaften auch spielen dürfen. Weil hier ist es so, dass die U21 oder ja, die zweite Mannschaft nur in der dritten Liga spielen darf, also kein Aufstieg für in die zweite Liga möglich. Ist aber auch sicher damit bedingt, weil ja Schweiz in den ersten beiden Ligen nur 10 Vereine jeweils hat. Okay, also Situation ähnlich wie bei uns. Wir hoffen natürlich alle, dass wir bald wieder aufsteigen können, aber die Zahlen, die steigen weiterhin. Generell, Profifußball ist ja Fußball möglich, aber Geisterspiele sind schon sehr gewöhnungsbedürftig, oder? Wie war das für dich als Trainer an der Linie? Ja, es war am Anfang überraschenderweise gar nicht so schwierig für mich, weil wir als Trainer natürlich das Spiel im Grunde und unsere Spieler hauptsächlich im Auge haben. Und da war für uns in Basel jetzt selber, weil die Stimmung ja immer recht aufgeheizt war, war's gar nicht so schlecht, da jetzt weniger Leute im Stadion zu haben. Die Zuschauer wirklich in Basel haben weniger, also sie haben sehr auf die Mannschaft gesetzt, sehr uns vertraut, aber es sind halt immer wieder Vereinsproteste gegen die Führung gewesen und das hat sich halt bis heute extrem verstärkt. Also ich denke, unter Rücksicht der finanziellen Verluste, die der Club jetzt hat, ist die Führung gar nicht so unfroh, dass noch wenig Zuschauer oder keine Zuschauer im Stadion sind. Okay, gut. Einen kurzen Blick in den Chat, es sind schon sehr, sehr viele Leute dabei, so viele, dass ich eigentlich gar nicht alle jetzt aufzählen kann. Ich möchte nur ein paar herauspicken. Der Birka Sandu, der bis vor kurzem im rumänischen Fußballverband gearbeitet hat. Ich weiß nicht, Thomas, ob du den Sandu der Birka kennst? Vom Namen her ja, aber hat ja noch nichts zu tun mit ihm. Ja, er war in Rumänien im Fußballverband für den Nachwuchs auch zuständig. Heidemarie Fiedler, eine sehr treue Spielermutti, muss ich sagen, die immer wieder zuschaut bei uns. Ja. Peter Klatt, Peter Gruber, Edis Hocic ist dabei, Gerhard Pulsinger ist dabei. Patrick Vukovic, Dominik Stundner und. Also sehr viele Leute dabei. Herzlich willkommen an alle. Ja, wir sind heute im Gespräch mit Thomas Janeschitz, der uns direkt aus der Schweiz zugestaltet ist, der bis vor kurzem auch noch beim FC Basel engagiert war. Du hast ja gesagt, du bist ja momentan am Markt, kann man sagen. Gibt schon aktuell Angebote oder Pläne für dich, wo du sagst, ja, da könnte sich in Kürze was entwickeln oder was du vielleicht verraten möchtest? Ja, also es hat in dieser Zeit, also wie gesagt, seit Ende August ist ja der Vertrag abgelaufen. Es ist Gott sei Dank schon so, dass ich scheinbar doch gefragt bin. Also es sind immer wieder Gespräche passiert, es sind Anrufe eingegangen. Was für uns wichtig war, auch für den Marcel und mich, dass wir die Zeit
wirklich die erste Zeit nach dem Vertragsablauf wirklich auch die 2 Jahre Revue passieren haben lassen. Es sind doch einige Dinge gewesen, die uns beiden nicht so gepasst haben. Das haben wir sehr, sehr gut aufarbeiten können. Das war mal ganz wichtig für Marcel. Und natürlich auch für mich war es eine extrem stressige Zeit, weil halt wirklich täglich irgendwelche Themen aufgegangen sind. Das heißt, man braucht dann schon ein paar Monate, sagen wir mal so, bis Weihnachten war es einmal ganz gut, da die Beine hochzuhalten, unter Anführungszeichen, und da wirklich zu regenerieren und zur Ruhe zu kommen. Dann nachher, also wie gesagt, es waren immer das ein oder andere Gespräch. Was mir auffällt, das ist dann nicht nur Anfang bezüglich Trainertätigkeiten, sondern auch durchaus vermehrt Anfang, wo es in Richtung technische Direktorenposten, Sportdirektorenposten geht, wo ich natürlich auch meine Qualitäten, denke ich mal, habe, was Strukturierung, Organisation betrifft. Denke aber, dass gerade jetzt die Zeit wieder beginnt, jetzt März, April, wo bei den Vereinen mehr passieren wird. Es ist immer eine sehr schwierige Zeit für Trainer. Da werden immer eben die ersten Bilanzen gezogen und dann natürlich die ersten Schritte auch für die nächste Saison gezogen. Was für mich spannend wäre und was eigentlich mein erstes Ziel wäre, dass ich wieder den Schritt zurück zum Cheftrainer auch machen möchte. Ich denke, dass meine Erfahrung jetzt auch an der Seite von Marcel Koller wirklich noch so viel dazu beigetragen hat, dass ich jetzt halt wirklich sehr, sehr viel noch lernen konnte und auf der anderen Seite gespürt habe, dass man dann doch vielleicht manche Entscheidungen anders treffen würde und ich denke, das ist dann auch der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, das wäre eigentlich das, was du möchtest und ja, auf das hoffe ich und ich denke, das wird auch passieren. Ich sehe gerade auch einen Trainerkollege, der sicher sehr bekannt ist, hat auch eingeschaltet. Der Damir Kanadi hat sich in den Chat dazu. Liebe Grüße. Willkommen zurück in Österreich. Ja, sehr erfolgreich mit Alltag unterwegs, muss man sagen. Ganz kurz zum Damir Kanadi, du kennst ihn besser. Ja klar, ich meine, ich habe ja natürlich aus meiner Zeit als Trainerausbildner mit sehr, sehr vielen österreichischen Trainern Kontakt gehabt. Ich habe ihn dann auch, wenn ich mich recht entsinne, mal eingeladen zu einer Trainerfortbildung als Referent und schätze ihn natürlich sehr und finde es auch großartig, dass er auch den Schritt ins Ausland gemacht hat. Es war irgendwo, wie ich die Position als Ausbildungsleiter angetreten habe, irgendwo mein Ziel, auch den österreichischen Trainer wirklich international auch zu positionieren und den Stellenwert dort auch in die Höhe zu bringen. Ich denke, wenn man jetzt die Lage auch in der deutschen Liga mit Adi Hütter, mit Oliver Glasner sieht, dann bin ich schon auch ein wenig stolz, dass diese Leute einen Teil der Ausbildung mit mir verbracht haben und ja, finde ich großartig und man glaubt gar nicht, wie viele österreichische Trainer, jetzt gar nicht so nur Cheftrainer, sondern durchaus auch Assistenztrainer, Konditionstrainer man trifft, wenn man so durch Europa tingelt. Torwarttrainer, alles haben wir in Europa verstreut, ja. Das kann man wirklich durchaus sagen, ist ein gelungenes Vorhaben gewesen von dir damals. Wir werden auf diese Zeit auch noch zurückkommen. Ich möchte trotzdem noch ein bisschen weiter zurückgehen, so ungefähr 35 Jahre. Möchte zurückgehen und zwar an deine Anfänge deiner Karriere als Spieler. Erzähl uns einfach einmal ein bisschen, wie bist du zum Fußball gekommen? Wo hast du begonnen? Wie war das damals, wie du mit Fußball begonnen hast? Noch ein bisschen länger her als 35 Jahre meine Anfänge. Ja, also ich war eigentlich von klein auf immer wieder war der Fußball ein ständiger Begleiter. Mein Bruder war damals beim Wiener Sportclub am Sprung, sage ich mal, in die erste Mannschaft, hat es dann nicht ganz geschafft. Und wir waren dann auch öfter mal beim Training bei ihm zuschauen und damals war es eben noch möglich, auf den Stadiontrainingsplätzen dann als Privatperson auch zu spielen und zu kicken. Und ja, das habe ich mit meinem Vater mal
des Öfteren gemacht und dann ist jemand von Austria Wien, ein Betreuer, vorbeigekommen und der hat mich quasi eingeladen, ob ich nicht. Scheinbar hat ihn mein linker Fuß damals schon beeindruckt, den Herrn Glaser. Der hat mich dann eben zu Austria Wien eingeladen, dass ich zum Training komme und ja, mit 6 Jahren habe ich dann quasi begonnen, bei Austria Wien Fußball im Verein zu spielen. Habe dann meinen Weg durch den Nachwuchs gemacht, bin dann ja über Umwege auch zum Sportclub gekommen und dort meinen ersten Profivertrag dann unterschrieben, die ersten Einsätze bekommen. Dann, um eben noch mehr Spielpraxis zu bekommen, nach Krems gewechselt für 3 Jahre. Auch das sehr, 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 sehr erfolgreich gewesen. Worauf mich der Sportclub dann wieder zurückgeholt hat. Das heißt, es war immer ein stetiger Anstieg meiner Erfolge, meiner Entwicklung. Vom Sportclub dann 4 Jahre nach Tirol gegangen, du hast schon gesagt, war sicher die auffälligste und wahrscheinlich auch erfolgreichste Zeit in meiner Fußballkarriere. Dort auch mein Debüt gegeben in der Nationalmannschaft, leider war es auch das Abschiedsspiel zur selben Zeit. Also ich habe einen A-Team-Einsatz gehabt und habe dann die Fußballkarriere dort beendet, wo ich sie begonnen habe, also bei Austria Wien, und habe dann, wie soll ich sagen, gemerkt, dass, also bei Austria Wien wäre dann der Vertrag auch nicht mehr verlängert worden und ich wollte dann auch nicht mehr in die zweite Liga gehen oder in die dritte Liga, wo es ja doch noch recht zur Sache geht, sondern ich habe dann wirklich auch mich entschlossen, gleich auf die Trainerkarriere zu bauen. Habe während meiner Zeit in Innsbruck auch schon die B-Lizenz abgeschlossen gehabt und habe das halt auch stetig fortgeführt, habe es vielleicht ein bisschen leichter gehabt, weil ich auch nebenbei auch Sport und Mathematik studiert habe, also die vielen Beifächer, die es im Fußball natürlich gibt, von Biologie, Sportpsychologie, Soziologie, habe ich natürlich einiges schon vom Studium auch mitgenommen und bin dann recht schnell auch ins Trainergeschäft eingestiegen. Auch da einen langsamen, entwicklungsreichen Weg gegangen, also wirklich bei Nachwuchsspielern begonnen, bei Rapid Wien, von der U9 bis zur U14, also als Spezialtrainer und dann sind die Schritte erfolgt, Akademietrainer, zuerst bei der Admira, dann eben 6,5 Jahre bei der Austria verbracht, Stronach Akademie. Dann die erste Mannschaft auch, das heißt in den Erwachsenenfußball auch hineingekommen. Dann 2,5 Jahre die Amateure trainiert von der Austria und dann rief der ÖFB, weil sie einen Ausbildungsleiter gesucht haben. Ich denke, vom Anforderungsprofil hat das perfekt gepasst als ehemaliger Spieler, Trainer und natürlich auch Lehrer, der da natürlich auch die pädagogischen Voraussetzungen für so einen Job hatte. Wollte aber auch immer die Arbeit am Platz weiterführen. Das heißt, ich habe die Nachwuchsnationalmannschaft, die 94er, übernommen und wie Marcel Koller dann nach Wien gekommen ist, hat er einen Assistenten auch beigestellt bekommen von ÖFB-Seite, weil einen hat er ja mitgebracht aus der Schweiz. Und das war auch relativ schnell klar, dass wir zwei da sehr, sehr gut zusammenpassen und haben dann ja eine großartige Zeit verbracht und mehr oder weniger sind wir seit 2011 jetzt zusammen, also ein Ehepärchen. Ja, ein gutes Gespann. Ich möchte trotzdem nochmal an deine Anfänge als Spieler zurückgehen. 1985 hast du dein Debüt gefeiert beim Wiener Sportclub in der ersten Division. Kannst du dich an dein Debüt nur erinnern, beziehungsweise was war das für ein Gefühl, wenn man da als 19-Jähriger das erste Mal in der Kampfmannschaft spielt? Ja, ich denke, es entwickelt sich ja im Grunde durchaus hin. Also ich habe ja sicher in der U21 auch Spiele oder Jahre gehabt, wo ich eben auffällig gespielt habe und Tore gemacht habe. Und dann war der nächste Schritt eben dann irgendwann einmal in den Kader hineinzurutschen und dann vielleicht nicht nur auf der Bank zu sitzen, sondern auch eingewechselt zu werden. Also wenn man jung ist, sieht man ja viele Dinge recht entspannt und freut sich einfach draus. Also das heißt, die Freude ist einfach so groß, da dabei zu sein. Und ich glaube, es war in Graz-Liebenau, wenn ich mich recht
entsinne, gegen den GAK. Ich glaube, der Werner Gregoritsch war noch auf der Gegenseite als gefürchteter Stürmer unterwegs. Und ja, aber an das Spiel habe ich eigentlich gar nicht so viel Erinnerung mehr. Mehr erinnere mich an mein erstes Tor, das ich dann am Schwarkeplatz gegen Hubert Baumgartner geschossen habe. War auch der Siegestreffer, glaube ich, knapp vor Schluss. Also das ist mehr in Erinnerung geblieben. Hubert Baumgartner, an alle jüngeren Zuseher, sehr, sehr guter Tormann, auch Spanien-Legionär gewesen. Europacup-Finalist. Europacup-Finalist, ja. Ich habe ihn einmal treffen dürfen und er kann sehr, sehr viele Geschichten über den Fußball erzählen. Sehr, sehr interessanter Mann, genauso wie unser heutiger Gast. Du warst dann auch in Krems. Mit Krems hast du auch sehr erfolgreich vor allem den österreichischen Cup gewonnen gegen FC Tirol damals. Ich glaube, Ernst Happel war Trainer dieser Mannschaft. Du warst auch Torschütze. Da war der Cup noch in zwei Spielen. Das Finale ist in zwei Spielen ausgetragen worden. Ja, wie war da deine Erinnerung an diesen sensationellen Cup-Erfolg? Ja, also im Grunde bin ich ein sehr glücklicher Mensch, also wenn ich meine Karriere so betrachte, weil alle Vereine, die auf meiner Liste stehen, waren für mich ganz, ganz tolle Zeiten und durchaus erfolgreiche Zeiten. Und Krems war ja damals Zweitligist und bei mir ist es eben darum gegangen, Spielpraxis zu sammeln. Ich kann mich noch erinnern, ich habe dort wirklich voll eingeschlagen von Beginn an. Mit 21, wir waren eine tolle Truppe, teilweise noch Halbprofis, also es waren nicht einmal alle Profis, aber es war so eine Gemeinschaft dort vorhanden, wo es unheimlichen Spaß auch für mich gemacht hat, dort zu spielen. Und mit dem Cup-Sieg und wie du richtig gesagt hast, es war damals als Zweitligist in zwei Spielen gegen den FC Tirol und der Ernst Happel, war es vielleicht noch eine, oder vielleicht die größte Sensation in der Cup-Geschichte Österreichs. Und das Schöne dabei war, dass es gar nicht unverdient war. Also wir haben das erste Spiel in Krems 2-0 gewonnen und da waren die Tiroler wirklich gut bedient. Und dann im Auswärtsspiel am Tivoli haben wir dann auch in der Pause 1-0 geführt, haben alles recht gut kontrolliert und wirklich eng ist es nur kurz nach der Pause geworden, wo der Ausgleich passiert ist und dann die Druckphase natürlich riesig war. Aber auch da haben die Tiroler erst dann, glaube ich, knapp vor Schluss die zwei Tore gemacht. Und ja, unglaubliches Erlebnis, vor allem, weil eben so viel herum war in ganz Niederösterreich, aber besonders in Krems. Also es war eine Euphorie dort. Ich weiß noch, beim ersten Spiel die Leute auf den Flutlichtmasten, auf den Bäumen gewesen und unheimlich sympathische Stimmung und ja, bleibt natürlich für immer dann auch im Gedächtnis. Mhm. Wir haben schon die ersten Fragen im Chat. Der Thomas Leopold sieht da erstens einmal mit einem Kompliment. Du warst ein super Referent bei der Trainerausbildung, schreibt er hinein. Kann ich mich erinnern. Ja, und der Matthias Temper hat eben gefragt, ob du dir eine Rückkehr zur Austria vorstellen könntest. Und in welcher Form auch immer, als Co-Trainer etc. Oder gibt es dich nur im Doppelpack mit Marcel Koller? Ja, also ich habe es ja kurz vorher schon beantwortet. Natürlich kann ich mir, Austria Wien ist ja doch irgendwo mein Club, wo ich ja meine Trainerkarriere, sage ich mal, so richtig gestartet habe mit wunderbaren Erlebnissen. Also ich denke, dass ich dort auch einen sehr guten Ruf hinterlassen habe, habe natürlich auch viele Freunde nach wie vor dort, mit Peter Stöger jetzt und mit Ralf Muhr und der Kontakt ist immer da und ja, wäre natürlich eine sehr, sehr spannende Aufgabe als, ja, in welcher Form auch immer, aber ich habe es ja schon gesagt, dass ich im Grunde als Cheftrainer eigentlich jetzt wieder durchstarten möchte, aber Austria Wien ist für mich natürlich eine ja, Top-Adresse, ist ja ganz logisch aufgrund meiner Vergangenheit auch. Ja, danke. Wenn ihr Fragen habt, einfach hineinschreiben. Ich stelle die dann, wie gesagt, gleich den Thomas weiter. Wir sprechen jetzt gerade über seine Spielerkarriere. Du warst beim Debüt damals 19 Jahre alt. Jetzt
Ich habe natürlich den österreichischen Fußball zu diesem Zeitpunkt sehr verfolgt und habe dich auch persönlich spielen gesehen, dann live und im Fernsehen. Aber für die jüngeren Zuschauer, was warst du für ein Spielertyp? Was würdest du sagen, waren deine Stärken? Du warst natürlich im Sturm und warst Linksfuß, aber was waren deine Stärken? Was haben dich ausgezeichnet? Ja, möchte mich schon irgendwo als Feinmechaniker bezeichnen. Also meine Stärke war sicher die Technik, auch die Handlungsschnelligkeit würde ich mal dazu rechnen. War natürlich auch irgendwo die Folge meiner körperlichen Statur. Also ich war ja sehr, sehr dünn unterwegs. Ich weiß noch, wie ich mit 19, 20 begonnen habe. Ich habe 64 Kilo gehabt. Und dann in meiner besten Zeit waren es 68, 69 Kilo. Also ich war immer ein sehr dünner Spieler, der natürlich dann vielleicht die Zweikämpfe auch ein wenig umgehen musste. Deshalb war es wichtig, die entsprechende Taktik zu haben. Ich war immer einer, der sehr, sehr gerne mit ein, zwei Kontakten gespielt hat, was natürlich für einen Stürmer auch wichtig ist, weil im Strafraum weiß man ja, dass man keine Zeit hat, da den Ball noch drei, vier Mal zu kontrollieren, sondern da muss es eh mit dem ersten oder zweiten Kontakt scheppern und das war sicher meine Qualität mit der Fähigkeit, das Spiel recht gut zu lesen und zu analysieren. Das heißt, ich war schon, denke ich, im Kopf manchmal schneller und das ist mir natürlich sehr zugute gekommen. Nur mal zurück zu deinem Nationalteam-Debüt, weil du gesagt hast, du hast gleichzeitig auch das Abschiedsspiel gegeben. Ich würde jetzt einmal hier behaupten, zu deiner Zeit war es viel schwieriger, ins Nationalteam zu kommen. Da musste man über Monate, wenn nicht sogar Jahre, Top-Leistungen bringen, um einberufen zu werden. Jetzt guckt man das schon so vor, dass man relativ mit ein paar guten Spielen schon am Zettel steht? Sehe ich das richtig oder? Es hat vielleicht eine Zeit gegeben, würde man sagen, so nach 98, also eh die Zeit, wo meine Zeit war, wo es durchaus schwierig war reinzukommen, besonders als Stürmer, wenn man an Toni Polster, an Pfeifenberger, an Ogris und, da hat es noch ein paar andere gegeben, die vor mir da waren. Dann hat es sicher eine Phase gegeben, wo sehr schnell Einberufungen erfolgt worden sind. Aus meiner Sicht, glaube ich, haben der Marcel und ich das dann durchbrochen auf eine Art und Weise. Weil für uns war es dann, gerade wie wir auch begonnen haben, wirklich einen Stamm zu kreieren, auf den wir immer wieder zurückgreifen können und haben dann auch wirklich diesen Stamm gefunden. Viele Spieler, die einfach ganz, ganz wichtig waren für die österreichische Nationalmannschaft, mit Marc Janko, mit Zlatko Junusowitsch, mit Martin Hanik, mit Julian Baumgartlinger, mit viele, viele mehr. Ups, Alaba. Ja, genau, das waren dann eher die Jüngeren. Also wir haben schon einen Stamm auch von Erfahrenen und was für mich wirklich auch ganz, ganz wichtig wäre, wirklich auch von tollen Menschen. Also man vergisst ja als Außenstehender sehr, sehr oft auch die Persönlichkeiten, die da dahinter stehen. Und da kann ich wirklich sagen, dass wir ein großartiges Teamklima aufgebaut haben, wo natürlich dann der entsprechende Erfolg gekommen ist. Aber ich sage auch, dass der Erfolg nur kommen konnte, weil wir auch eine verschworene Gemeinschaft kreiert haben und die Spieler einfach wieder gern zum Nationalteam gekommen sind. Und denke schon, dass wir da ein wenig Veränderung reingebracht haben. Und was, wenn ich jetzt aktuell auch hinschaue, denke ich schon, dass die Auswahl jetzt noch eine viel, viel größere geworden ist. Dass einfach viel, viel mehr Spieler das Potenzial haben, Nationalspieler zu sein. Spricht auch für die ganze Entwicklung in der Nachwuchsarbeit in Österreich. Aber denke, das war, und das war, wir haben das mit Marcel auch wirklich oft besprochen, dass wir eben diese Stabilität und diesen Stamm, den wir ja dann, sagen wir mal, vor allem mal bis zur Euro durchgezogen haben, aber und danach vielleicht den Umbruch auch schon ein wenig eingeleitet haben. Aber das war uns ganz wichtig, dass man eben nicht jeden Lehrgang bei Null beginnen musste,
sondern dass unsere Prinzipien, die wir gerne sehen wollten im Spiel, dass die halt wirklich in Haut und Haar übergegangen sind und so schlecht ist uns das ja nicht gelungen. Der Fußball hat sich ja in den letzten Jahren stark verändert. Es ist viel athletischer geworden, wenn man jetzt die Spieler anschaut. Die sind ja durchtrainiert, Ende nie. Die sind ja fast schon Richtung Bodybuilding unterwegs. Also ist viel schneller geworden, der Fußball. Viel professioneller, auch der Amateurbereich entwickelt sich immer weiter. Wie siehst du die Entwicklung des österreichischen Fußballs in den letzten Jahren? Ja, sehr, sehr positiv. Also ich weiß noch, gerade der Beginn meiner Trainerkarriere war ja so, dass der österreichische Fußball nicht wirklich ernst genommen wurde auf der internationalen Landkarte. Wenn man dann bedenkt, wenn man jetzt von der Nationalmannschaft spricht, dass wir dann eine Phase hatten, wo wir die Top 10 angegriffen haben. Ich glaube, ja, Platz 11 war da oder Platz 10 sogar die beste Positionierung. Das heißt, wir haben einfach gemerkt, dass dieser Respekt vor unseren Spielern, vor unseren Mannschaften viel, viel größer geworden ist. Auch die vielen Legionäre, die natürlich ein positives Bild der österreichischen Ausbildung auch zeigen, dass das einfach den Stellenwert des Fußballs, die Wahrnehmung des österreichischen Fußballs enorm gesteigert hat. Auch wenn man jetzt auf die europäischen Bewerbe hinschaut, also es ist Österreich, glaube ich, in der Länderliste jetzt unter den Top 10. Also habe jetzt heute auch zufällig gesehen, die Schweizer sind jetzt auf Platz 19 zurückgefallen. Also da ist vieles, vieles passiert. Wo die Schweiz eigentlich immer so ein Vorbild war, auch für Österreich. Ich weiß es noch, wie beim Verband war das immer wieder die Schweiz mit ihren Strukturen, mit ihren Ideen, waren immer so das Vorbildland. Und die haben wir aus meiner Sicht, also auch aus meiner jetzigen Erfahrung, durchaus überholt. Und ich glaube, dass der österreichische Fußball mit den Möglichkeiten, die vorhanden sind, sehr, sehr viel rausholt. Vergleich Schweiz-Österreich, wenn du jetzt Clubmannschaften zum Beispiel ansiehst, kann man sagen, das ist eine ähnliche Stärke der Ligen? Ja, wird sich ungefähr ausgehen. Ich meine, es ist die Schweiz, die Super League ist eine sehr, sehr ausgeglichene Liga jetzt geworden. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass der FC Basel jetzt nicht mehr so dominant ist wie noch vor einigen Jahren. Jetzt hat Young Boys Bern auch wieder durch große Mithilfe von Adi Hütter, der dort wirklich auch fantastische Arbeit geleistet hat, die Nummer 1 Position übernommen. Dahinter ist es wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Vielleicht, was mir vielleicht doch aufgefallen ist, dass die österreichischen Mannschaften vielleicht im taktischen Bereich etwas besser aufgestellt sind, dafür die individuelle Qualität der Spieler in der Schweiz aus meiner Sicht mehr vorhanden ist. Also das ist so ein wenig mein Eindruck. Man, der FC Basel und auch wir, und wenn man jetzt eBay vielleicht hernimmt, kann man wahrscheinlich mit Red Bull Salzburg vergleichen. Rapid, glaube ich, ist auf einem sehr, sehr guten Weg auch unterwegs. Also ich denke, dass die zwei Mannschaften jetzt in der Schweiz durchaus mit Red Bull vergleichbar sind. Und dahinter, denke ich, ist es sehr, sehr ähnlich, was die Qualitäten der Mannschaften betrifft. Ja, in Österreich sind ja auch viele andere Vereine im Vormarsch. Dominik Thalhammer mit dem LASK natürlich ist schon eine große Macht. Und auch der WRC hat sich in den letzten Saisonen wirklich hervorragend entwickelt. Nochmal zurück zur Nationalmannschaft auch, weil wir gesagt haben, ob es leichter ist, reinzukommen. Yusuf Demir ist ja eines der größten Talente, was wir jetzt da haben in Österreich. Also er wird sehr groß gehandelt, hat einige Einsätze natürlich auch schon in der Kampfmannschaft gehabt und ist auch jetzt einberufen worden in diesen Großkader. Ist das eine gute Entscheidung, dass man einen Jungen schon so früh dazu holt? Es ist aus meiner Sicht immer eine Qualitätsfrage.
was bei den Sekondos, sage ich mal, vielleicht schon Thema sein kann, dass man das natürlich im Auge behalten muss, für welches Land sie dann auch irgendwann einmal spielen können oder möchten. Wobei auch das sehe ich immer sehr, sehr gelassen, weil im Grunde spürt der Spieler ja selber, für welches Land er spielen möchte. Und ich denke, dass er auch mit hoher Wahrscheinlichkeit sich für dieses Land dann entscheiden wird. Du hast das gesagt, ich meine, es sind jetzt 43 Spieler einberufen. Und ich habe vorher davon gesprochen, dass wir am Anfang unserer Nationalmannschaftskarriere geschaut haben, dass wir einmal 30 Spieler zusammenkommen. Also man muss die Kirche schon im Dorf lassen. Ich denke, dass diese Situation jetzt eine ganz besondere ist. Und also da haben sie jetzt sicher sehr, sehr viele Spieler draufgeschrieben, die im Normalfall wahrscheinlich nicht draufstehen würden, aber bei ihm ist ja durchaus die Möglichkeit, auch im U21 da noch oder in anderen Nachwuchsnationalmannschaften da die Länderspielerfahrung zu machen, die ich auch für eine sehr, sehr wichtige halte, also auch in den Nachwuchsnationalmannschaften, dass das Riesenerfahrungen sind für die Spieler. Verfolgst du im österreichischen Fußball die Nachwuchstalente, wie sie sich entwickeln? Wie siehst du zum Beispiel die Entwicklung von Yusuf? Ja, ich denke, dass es genau der richtige Weg ist. Und ich habe auch den Eindruck, dass sie das bei Rapid Wien auch mit dem Trainerteam sehr, sehr gut steuern, auch mit dem Zoki Barisic als Sportdirektor, dass sie wirklich die Entwicklung des Spielers und wirklich in den Vordergrund stellen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass sie das sehr, sehr gut steuern. Und bisher ist die Entwicklung natürlich eine sehr, sehr positive. Er zeigt seine Fähigkeiten, er wird auch seine Rückschläge wieder haben. Und das, genau darum geht es, das aufzufangen, ihn da durchzuführen. Und dann kann er natürlich eine gute Karriere hinlegen. Ja, jetzt wird es, man merkt, dass einige Trainer zuschauen, es wird fachlich. Der Matthias Temper fragt, wie ist deine Spielphilosophie? Also was möchtest du gerne sehen, wenn gespielt wird, damit du zufrieden bist? Spielphilosophie ist immer ein spannendes Thema. Großes Wort. War natürlich bei der österreichischen Nationalmannschaft Thema, war auch beim FC Basel Thema. Also wir waren ja durchaus Freund davon, den Gegner frühzeitig zu stören. Denke auch, dass wir das mit der Nationalmannschaft sehr, sehr gut hinbekommen haben, weil wir da auch die entsprechenden Spieler gehabt haben. Also vom Defensivverhalten bin ich absolut ein Verfechter vom frühen Stören, vom aggressiven Attackieren des Ballführenden. Und im Offensivspiel, es ist nicht so einfach, weil wenn ich eine Spitzenmannschaft trainieren werde, möchte, könnte, möchte ich, dass sie alles können. Weil du brauchst im Fußball alles. Also ich bin durchaus einer, der den gepflegten Spielaufbau, das war auch immer bei Mannschaften, sage ich mal, also jetzt FC Basel war es auch so, dass das absolut nötig war. Weil wir in jedem Spiel die dominierende Mannschaft waren. Das heißt, da Lösungen in der Offensive zu suchen, ist schon meine Spielidee. Also ich bin schon einer, der gerne den Ball hat. Aber natürlich, wenn der Gegner Räume zulässt und den Ball verliert, ist es natürlich unumgänglich, auch entsprechend das Konterspiel zu beherrschen. Also meine Idee ist im Grunde, dass der Spieler oder der Topspieler viele, viele Grundprinzipien können muss und bei Bedarf dann eben dementsprechend abrufen sollte. Haupt natürlich oder einige Spielprinzipien, was aus meiner Sicht auch das Wichtigste ist, dass es jetzt unabhängig von irgendwelchen Systemen darum geht, dass der Spieler Spielprinzipien weiß, die beherrscht und das dann im Spiel auch entsprechend umsetzt. Also weiß nicht, zwischen die Linien spielen, hinter die Linien spielen, in der Defensive die Flanke zu blockieren und nicht 2 Meter davor abzubremsen. Also es gibt ja viele, viele Spielprinzipien. Ich denke, das wird jetzt ein bisschen zu weit führen. Also Thomas Janeschitz setzt darauf, dass Spieler alles können. Wäre Thomas Janeschitz als Spieler
im Konzept von Thomas Janisch jetzt als Trainer möglich gewesen? Ja, Spieler, die Tore machen können, sind für jedes Konzept ganz, ganz wichtig. Also, ich meine jetzt mit frühen attackieren, Pressing vorne. Ja, doch, es ist ja für einen Stürmer, es ist ja im Grunde das schönste Spiel. Wenn du gleich wieder im Geschehen bist, wenn du das Gefühl hast, du bist dabei und nicht und du stellst dich nicht ganz hinten auf und musst dann 20 Minuten verschieben und berührst aber keinen Ball. Und wenn du den Ball gewinnst, ist es wieder schwierig, dass du selber ins Spiel kommst. Also das frühe Stören ist ja, und ich sage mal, in Krems war es von der Grundidee, haben wir das frühe Stören auch dort praktiziert. Das heißt, frühen Ball gewinnen und dann mit unserer fußballerischen Qualität halt dann auch schnell vom gegnerischen Tor zu sein. Ja, kurzer Blick in den Chat. Es haben sich wieder einige Leute dazugeschaltet. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind heute live. Wir haben schon die ersten 45 Minuten mit Thomas Janeschitz absolviert. Wir sprechen gerade über die Entwicklung auch im österreichischen Fußball, beziehungsweise Thomas hat uns jetzt auch gerade seine Spielphilosophie umschrieben. Jetzt bist du ja ein so kongeniales Duo mit Marcel Koller. Inwieweit hat dich Marcel Koller als Trainer und als Mensch geprägt? Beziehungsweise wart ihr generell von Anfang an auf derselben Wellenlänge? War im Grunde so, dass wir sehr, sehr ähnliche Typen sind, dass wir, glaube ich, von unseren menschlichen und auch fachlichen Qualitäten auf sehr hohem Level agieren. Das Verständnis war im Grunde von Anfang an da. Es war ja auch so, dass der Marcel sich ein Spiel von einer U17-Mannschaft damals auch angeschaut hat. Wir haben zufälligerweise in Zürich gespielt und er war dann vor Ort und hat sich das angeschaut. Und ich denke, dass das, was die Mannschaft gespielt hat und auch wie ich als Trainer agiert habe an der Seitenlinie, hat ihn eigentlich sehr, sehr bestätigt, dass das ein gutes Verhältnis werden kann. Das heißt, es war von Anfang an eine sehr gute, tolle Beziehung. Es ist ja auch so gewesen, also wir sind jetzt sehr, sehr gute Freunde natürlich auch. Er ist mein Trauzeuge dann geworden. Also wir haben uns wirklich sehr, sehr gut ergänzt. Wir setzen, glaube ich, auf dieselben oder legen auf dieselben Dinge Wert, die für Führungspersönlichkeiten, glaube ich, entscheidend sind, wo es darum geht, eben diese Empathie zu den Spielern, diesen Respekt zu den Spielern aufzubauen, dieses Verständnis aufzubauen, auch diese Ehrlichkeit aufzubauen. Und da sind wir wirklich von unserer Idee her sehr, sehr eng nebeneinander. Da werden wir auch noch darauf eingehen, mit dem Umgang mit den Spielern. Ganz kurz nur, war es irgendwann auch mal Thema, dass du den Teamchefposten in Österreich übernimmst? Nein. Nein, war nicht Thema. Ganz klar, kann ich abhaken, die Frage. Ja, vielleicht wird es noch. Vielleicht wird es noch, ja. Aber wie unterscheidet eigentlich die Arbeit vom Nationaltrainer und von einem Clubtrainer? Was unterscheidet sich? Natürlich die tägliche Arbeit mit dem Spieler, aber was im Detail? Ja, liegt auf der Hand, dass du als Clubtrainer natürlich viel, viel mehr Zeit hast und auch eine viel, viel engere Bindung mit den Spielern hat Vorteile und Nachteile, weil wenn natürlich auch viel, viel mehr Konflikte und Schwierigkeiten auch entstehen. Aber im Grunde hast du wirklich die Möglichkeit, bis ins letzte Detail auf die Dinge einzugehen. Bei der Nationalmannschaft und wieder der Schwenk dorthin, dass wir eben einen Stamm haben wollten, war es halt. Du warst zusammen, du warst vielleicht eine Woche, vielleicht mal 10 Tage zusammen und dann hast die Spieler wieder zwei Monate nicht gesehen oder zumindest nicht in den Händen gehabt. Das heißt, da muss man, glaube ich, qualitativ sehr, sehr hochwertig die wenige Trainingszeit, die man hat, weil man muss ja bedenken, die kommen von Spielen, dann hast du mal 1-2 Tage bist eher regenerativ unterwegs und dann hast du vielleicht ein Training, wo du wirklich zur Sache gehen kannst und dann bist du wieder in Richtung Abschlusstraining unterwegs. Das heißt, die Zeit ist ein maßgeblicher Faktor.
Du bist natürlich, hast natürlich mehr Bürotätigkeit, du bist viel am Video schauen, du bist viel am Gegner vorbereiten, an Videos von Gegnern zu schauen. Du musst, hast dann natürlich eine viel, viel längere Planungsphase auch und ja, bist dann halt auch viel unterwegs. Ich war natürlich sehr, sehr oft in Deutschland, in England, in der Türkei war ich bei Veli Kavlak auch unterwegs, was ja eine großartige Tätigkeit ist, wenn man auch gerne reist und Länder sieht und verschiedene Fußballkulturen. Also das ist schon etwas, was auch sehr, sehr international dann wird, was ich natürlich auch sehr, sehr geschätzt habe, war dann, wie gesagt, dann mit der Europameisterschaft dann in Frankreich natürlich auch wieder ein Höhepunkt der Tätigkeit. Und auch letztes Jahr, wenn du in der Europa League dann wirklich bei diesem Endturnier dabei bist. Also es sind schon internationale Erfahrungen, die einfach großartig sind und von denen kann man natürlich sehr viel lernen und mitnehmen. Du hast es angesprochen, ihr wart sehr erfolgreich in der Quali 2016 zur Europameisterschaft. Das war sicherlich ein Highlight, nicht nur für euch, sondern auch für uns als Fan, wie ihr da durchmarschiert seid in der Quali. Der Thomas Leopoldseder hat dann gleich mal eine Frage dazu. Und zwar, wenn du und Marcel die EM in Frankreich nochmal erleben könntet, was hättet ihr da anders gemacht? Also was mir spontan einfällt, und wir haben das natürlich auch dementsprechend analysiert, denke ich, dass der Kader anders ausgesehen hätte als der, den wir dann einberufen haben. Wir haben aber natürlich auch damals unsere Gründe gehabt, diese Mannschaft zusammenzulassen. Wie gesagt, wir waren immer darauf bedacht, einen Stamm aufzubauen. Jetzt haben diese Spieler diese Qualifikation ja in einer sensationellen Art und Weise geschafft. Nichtsdestotrotz waren wirklich einige Spieler oder viele Spieler, also wir reden dann schon von 6, 7, 8 wichtigen Spielern, die aktuell zu diesem Zeitpunkt aus Verletzungen gekommen sind. Dann bei Martin Hanik haben es vorgeworfen, dass er sich unprofessionell verhält, also Probleme bei den Vereinen, teilweise Vereinswechsel. Schwierige Situationen bei den Vereinen. Eben weil sie aus Verletzungen gekommen sind, nicht die letzte Fitness gehabt haben. Und also das wäre wahrscheinlich jetzt, hätte ein wenig anders ausgesehen, aber ich glaube, es ist einfach nachvollziehbar, dass wir so entschieden haben, wie wir entschieden haben, aufgrund der Erfahrungen auch der letzten dreieinhalb Jahre waren davor schon. Oder auch wenn man Marc Janko hernimmt, der hat ja in der Zeit, wie er bei uns war, nicht allzu viel gespielt. Seitdem er, glaube ich, auch beim FC Basel war er immer schon wieder mal auf der Bank und dann war er ja in der Türkei bei Trabzon, haben sie ihn überhaupt aufs Abstellgleis. Und wir haben ihn immer wieder geholt, weil wir gewusst haben, ja, das ist einer, der die Hütte trifft und der Tore macht. Und wir haben ihn immer hingebracht. Und ja, und ich glaube dann schon, dass es diese Spieler auch verdienen, dann bei der Europameisterschaft, wo man sich das erste Mal qualifiziert, dass das nachvollziehbar ist, dass wir den Kader einberufen haben, der dann mit war. Die Europameisterschaft war natürlich enttäuschend, sagen wir mal, vom Ergebnis, was rausgekommen ist, vor allem für die Öffentlichkeit, weil die Erwartung ist ja unglaublich gewesen und wir haben auch versucht, es immer wieder zu bremsen, aber du schaffst es nicht, das aufzuhalten. Auch wir haben natürlich viel erwartet, sind dann gescheitert in der Vorrunde, ja, das ist richtig. Im Endeffekt, also gerade wenn ich an das Spiel gegen Island dann wieder zurückdenke, also so ein Spiel verlierst einmal. Und das ist genau passiert von 10 Spielen. Ja. Und es ist vieles, vieles im Spiel auch schiefgelaufen. Ich bin, also da möchte ich immer den Ralf Krüger, der einen sehr, sehr guten Spruch auch mal losgelassen hat, der ihm gesagt hat, Glück und Pech sind die ersten Ausreden.
Aber manchmal ist es halt wirklich, wo der Spielverlauf, sagen wir mal, unglücklich ist. Also wir haben ja gerade gegen Island Penalty verschossen, zweite Hälfte haben wir die an die Wand gespielt, die waren stehend K.O. und ja, gleichen dann aus, dann einen zweiten, glaube ich, Elfer haben sie uns nicht gegeben. Also es war dann vieles, was dann auch schiefgelaufen wird. Und für mich ist aber dann immer wichtig, wirklich die Emotionalität auch rauszunehmen und die Dinge auch sachlich zu analysieren. Und weil es wird dann natürlich vieles losgeschossen von irgendwelchen Seiten, die da nicht dabei sind, die überhaupt keinen Einblick haben, die da vorher nur auf die Schulter geklopft haben. Aber das ist halt so im Fußball, aber ich glaube, gerade als Trainer und als sportlich Verantwortlicher, als Sportdirektor, musst du die Dinge einfach sachlich und fachlich argumentieren und analysieren. Und das ist nicht einfach, weil der Druck natürlich, je höher man oben ist, enorm ist. Er kommt von den Fans, er kommt von den Medien, also vor allem von den Medien, es kommt von anderen, von Funktionären, die halt alle auch irgendwo eigene Interessen, sage ich mal, im Hinterkopf haben. Und das ist. Und ich glaube, dass das auch eine große Stärke von meiner Person ist, dass ich da wirklich die Sachlichkeit reinnimmt. Auch die Vorbereitung haben sie uns da in der Schweiz vorgeworfen am Ende. Ich sage immer noch, das war die beste Woche, die ich in meiner Fußballtrainerkarriere veranstaltet habe und organisiert habe, weil das war eine top geplante Vorbereitungswoche und dann wird losgeschossen. Die haben nur die Beine hochgelegt und ist ja im Grunde auch sehr, sehr präpotent aus meiner Sicht, weil man muss ja wissen, ich meine, wir haben einen Sportwissenschaftler, der ist, glaube ich, der renommierteste in Österreich gewesen. Wir haben mit Roger Spry einen Mann, der im internationalen Fußball top ist. Wir haben einen Marcel Koller als Cheftrainer. Meine Wenigkeit als durchaus, glaube ich, kompetente Person und man sagt dann einfach, ja, das war alles ein Käse. Es ist schon, hat schon ein wenig Präpotenz hinten dran, aber das ist auch etwas, mit dem man leben muss im Fußball und gerade im Spitzenfußball wird es auch immer schlimmer aus meiner Sicht. Ja, wenn man aus Niederlagen lernt, dann hat es ja einen Sinn gehabt. Der Edis Hocic schreibt im Chat, er fragt dich. Ein ehemaliger Spieler. Ehemaliger Spieler. Schreibt, gibt es einen Trainer, der dich besonders geprägt hat und warum? Also ich habe ja durchaus eine lange Karriere genommen und da hat es viele, viele Trainer gegeben, von denen man was mitnimmt, positive Sachen, negative Sachen. Ich meine, der Marcel ist sicher einer, der mich sehr, sehr oder noch mehr geprägt hat. Ganz klar, ich habe tolle Trainer gehabt beim Sportclub mit Willi Keipel. Auch Adi Pinter war für mich ein sehr, sehr wichtiger Trainer, der sage ich mal, gerade im psychologischen Bereich oder was Empathie bedeutet oder was es bedeutet, einem Spieler Selbstvertrauen zu geben. Da habe ich einfach gemerkt, wie die Leistung dann wirklich explodieren kann. Ich habe mit Didi Constantini in Tirol zusammengearbeitet. Ernst Weber. Ernst Weber, ja. Also ganz unterschiedliche Typen. Und im Grunde, und das, also wenn man mich vielleicht vor 20 Jahren gefragt hat, was ist das Wichtigste für einen Trainer, dann hätte ich vielleicht gesagt, die fachliche Kompetenz. Aber das hat sich aus meiner Sicht sehr, sehr verändert. Also für mich steht absolut die menschliche Kompetenz im Vordergrund, diese Führungsqualitäten, diese Leadership-Qualitäten. Ist etwas enorm Wichtiges, wenn man mit Gruppen, mit Teams erfolgreich arbeiten möchte. Und da habe ich wirklich einige dabei gehabt, auch der Wolfgang Frank bei der Austria damals, der ja auch schon verstorben ist. Also wirklich Leute gehabt, die einfach auf der, also meine Favoriten waren natürlich die auf der menschlichen Ebene stark waren. Also das ist schon das, was ich da hervorheben möchte.
Ja, danke mal. Die erste Stunde haben wir schon rüber. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ich hoffe, Thomas, du hast noch ein bisschen Zeit. Ich habe noch einiges auf meinem Zettel stehen. Hab mir den Abend freigehalten. Sehr gut, sehr gut. Die Leute sind auch noch weiter dabei und wollen immer wieder ihre Fragen stellen. Wir sind heute live mit Thomas Janeschitz zu Gast. Er ist uns live aus der Schweiz zugeschaltet. Er war jetzt zum Schluss als Assistenztrainer von Marcel Koller beim FC Basel unterwegs. Man kann ja sagen, Basel ist der FC Bayern der Schweiz, ein großer Club mit großer Tradition. Da war sicher die Erwartungshaltung, der Druck für euch als Trainerteam sehr, sehr hoch. Wie geht ihr persönlich oder wie gehst du persönlich mit diesem Erwartungsdruck, mit dem Druck, der von außen kommt, den du dir selbst auflegst? Wie gehst du damit um? Ja, muss ich auch wieder ein bisschen ausholen. Also FC Basel war ja das letzte Jahrzehnt das Aushängeschild im Schweizer Fußball. Es hat dann vor 3 Jahren einen Wechsel in der Führung gegeben. Das heißt, die damaligen Präsidenten und Geschäftsführer haben den Club abgegeben und es wurde neu übernommen mit einer unwahrscheinlichen Erwartungshaltung in Basel. Also FC Basel ist wirklich, da ist jeder in der Stadt, ist FC Basel-Fan. Du hast nur den FC Basel, alles ist rot-blau. Und haben aber dann gemerkt, okay, sie müssen finanziell einsparen, was ja durchaus okay ist. Dann durchaus einen Plan gehabt, den man auch veröffentlicht hat. Nur ist es dann halt im Club wirklich darum gegangen, diesem Plan auch die Zeit zu geben, den es halt braucht, wenn man sagt, okay, man will einsparen und man will junge Basler einbauen und man möchte wieder mehr Identifikation, also mit dem Ort, auch mit der Stadt Basel haben. Und auf der anderen Seite forderst du aber, okay, Meister müssen wir sowieso werden, Cupsieger, von dem reden wir gar nicht. Und in der Champions League müssen wir auch vorn dabei sein. Also dieser Widerspruch hat uns von Anfang an getroffen. Es war ja bei uns so, dass wir auch erst nach Meisterschaftsstart gekommen sind, eben weil es nicht so gelaufen ist schon damals. Und das Erste, was ich empfunden habe, war Erwartungshaltung. Da oben, Zustand der Mannschaft, also meilenweit entfernt, sowohl von der Qualität, von der Fitness, von der Gruppenbildung. Also es war von Anfang an aus meiner Sicht eben wieder dieser sachliche Zugang, ja, den ich relativ schnell festgestellt habe, das passt nicht zusammen. Und dieser Kampf ist im Grunde, dieser Druck war von Anfang an da. Ich habe dann gesagt, ja, okay, wir müssen mal schauen, dass wir bis Weihnachten kommen. Das haben wir trotz einer 1-7-Niederlage gegen Young Boys geschafft und haben dann 2019 wirklich eine Top-Vorbereitung hingelegt. Wir haben die Spieler fit gemacht, wir haben sie zu einer Mannschaft zusammengeführt. Sie haben gemerkt, da sind Leute am Werk, die verstehen ihr Handwerk, haben die Mannschaft wirklich zu einer verschworenen Einheit mal formen können. Unabhängig davon immer wieder Querschüsse aus dem Umfeld, weil halt auch da ja viele Intrigen gelaufen sind, viele Leute mit Eigeninteressen, die halt gemerkt haben, dass ihre Fälle auch irgendwo davon schwimmen, dann durchaus Verbindungen mit den Medien gehabt haben. Also es war, du hast schon recht mit dem Vergleich mit dem FC Bayern. Auf Schweizer Verhältnisse kann man das durchaus so sagen. Wir haben dann 2019 im Grunde gleich viele Punkte oder ähnlich viele Punkte gemacht wie Young Boys Bern. Wir haben den Cup geholt, wo wir gewusst haben, wenn wir den nicht holen, ja, dann sind wir sowieso weg. Dann ist das nächste Theater entstanden im ersten Sommer, wo schon geheißen hat, ja, wir sind weg, dann aber doch wieder nicht weg. Also im Grunde waren wir auch nie entlassen, was auch dann wieder komplettiert worden ist. Haben dann in der zweiten Saison eine hervorragende europäische Kampagne gespielt, haben aber in der Meisterschaft federn lassen müssen. Aber auch wieder im Zusammenhang, okay, wir haben uns dann auch die Punkte angeschaut, wenn wir Europa League gespielt haben am Donnerstag, hast du davon ausgehen können, dass du am Wochenende nicht gewinnst. Also so, weil es die Mannschaft einfach nicht verkraftet hat, weil du Ausfälle gehabt hast, weil du dahinter nicht so stark besetzt
warst. Wir haben letzte Saison, glaube ich, Spieler während der Saison im Wert von 30 Millionen Franken verloren und verkauft. Und das ist alles so übergangen worden. Und wir waren eigentlich immer dazu da, das immer wieder zu betonen, hinzuweisen. Aber es wollte im Grunde nicht gehört werden. Und dieser Druck war ständig da. Und es geht dann eh darum, dass du dich auf die Sachen konzentrierst, fokussierst, die du beeinflussen kannst. Das ist die Arbeit mit der Mannschaft. Dass du dieses kleine Team mal dorthin bringst, dass die zumindest in die gleiche Richtung ziehen, du weiterhin von deinen Ideen überzeugt bist, dann auch irgendwo diese Einfachheit trotzdem beizubehalten, diese Gelassenheit, ja, wie gesagt, die Dinge, die du beeinflussen kannst, weil im Grunde hilft dir nur das, weil wenn du dich mit Dingen beschäftigst, wo du keinen Einfluss hast, dann verlierst du ja deine Qualität am Platz auch. Und ja, Gott sei Dank bin sowohl ich als auch der Marcel ja durchaus Persönlichkeiten, die eine gewisse Gelassenheit auch ausstrahlen und manche Dinge dann auch nicht so ernst nehmen und damit umgehen können. Und ja, also auch das, glaube ich, ich glaube, der Umgang mit Druck ist auch durchaus ganz gut an unserer Persönlichkeit. Wir sind ganz gut damit umgegangen. Sehr gut. Thomas Leopoldseder schreibt noch rein, dass das ein super Interview ist und ein toller Einblick von dir ist und bedankt sich da bei uns. Ja, freut mich. Positives Feedback ist immer schön. Positives Feedback ist immer. Amel Hasanovic schreibt, MK ist super Trainer. Ich weiß jetzt nicht, wen du meinst, Amel. Marcel Koller. Ah, Top Club, man, ja, sehr logisch. Ja, ich habe nicht den Marcel Koller da, ich habe den Thomas Janeschitz bei uns. Ja, und der ist auch nicht so schlecht. Der ist auch nicht so schlecht. Und vor allem kriegen wir einen guten Einblick in den nationalen und internationalen Fußball. Der Matthias Demper hat noch eine Frage gestellt, der geht nochmal zurück auf diese Europameisterschaft 2016. Er sagt, wäre es besser gewesen, unberechenbarer zu sein? Du hast es ja zuerst erwähnt, deine Mannschaften sollen ja unberechenbarer sein. Eventuell andere Grundformation, der Gegner wusste ja großteils zumindest personell, was auf einem zukommt. Also durchaus eine kritisch hinterfragte Frage. Also Unberechenbarkeit ist im Grunde nie schlecht. Also wir waren sicher, haben jetzt nicht großartige Überraschungen gebracht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Qualität der Mannschaft, weil das ist ja nicht nur bei der Euro so gewesen, sondern dass wir eine Truppe sind, die gefährlich sein kann, hat sie ja schon durchgesprochen. Und es war von unserer Spielidee natürlich das, was wir auch in der Quali gespielt haben, war natürlich auch dort der Plan mit der speziellen Vorbereitung natürlich auch auf die Gegner. Aber vor allem dann, ich meine, Unberechenbarkeit, du hast halt immer eine Mannschaft, du hast einen Kader, du siehst die Spieler im Training und du kannst auch einschätzen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und wir haben dann nach dem Ungarn-Spiel gegen Portugal, ja, wir haben dann mit 7 Defensivspielern gespielt, grundsätzlich. Wobei ich ja diese Unterteilung viel übertrieben halt, weil sie natürlich beides können. Weil wir zu dem Zeitpunkt gemerkt haben, ja, wir müssen schauen, dass wir dicht halten, dass wir fighten, damit wir ja über den Kampf ins Spiel, wie es so schön heißt, dass wir einmal die Grundtugenden auf den Platz bringen. Und das hat ja gegen Portugal dann durchaus funktioniert, gegen eine Mannschaft, wo ich sage, die sind von der individuellen Qualität, waren die zu diesem Zeitpunkt um mindestens eine Klasse besser als wir, haben dort den Punkt geholt und haben natürlich diese, man entscheidet dann wieder zum nächsten Spiel, analysiert die Spiele, schaut auf die Form an, die gegen Portugal gespielt haben, haben ihre Aufgaben durchaus erfüllt. Das Ergebnis am Ende gegen Island war unbefriedigend, klar, aber
ich sage es noch einmal, dieses Spiel ist von 10 Fällen ein- bis zweimal zu verlieren. Und ja, also da geht es wieder genau um diese Sachlichkeit, Fachlichkeit. Also wir mussten Island, sie haben uns auch nicht überrascht. Island kann keinen Gegner überraschen, aber die machen ihre Dinge, die sie gut kennen, haben sie bis zur Perfektion dort in diesem Monat, in dieser Zeit haben sie es perfekt abgerufen. Und das sind halt auch dann Dinge, die spielen da mit. Das ist, ja, es ist verdammt eng beisammen, gerade für Österreich. Wir reden immer noch von Österreich. Es geht ja, also wir reden nicht von Deutschland, wo man dann sagt, okay, da spielen jetzt 6 andere. Und wenn es bei uns nicht zu annähernd 100% funktioniert, wirst du mit jedem Gegner immer noch, auch heute noch, auch auf der Francofoto wird nächste Woche, wenn er in Schottland spielt oder dann gegen Dänemark zu Hause, wird es ein enges Spiel geben, weil der Unterschied eben minimal ist. Ja. Hat sich alles sehr zusammengeschoben. Ja, wir gingen kurz einmal auf die österreichischen Trainer ein. In den letzten Jahren hat sich da ja einiges getan, auch bei dir unter der Ausbildungsleitung. Du warst der Ausbildungsleiter von 2009 bis Ende 2015. Ja, es hat sich einiges getan in der Ausbildung. Was war dir da damals, wie du Ausbildungsleiter warst? Was war dir da besonders wichtig, an Reformen anzustoßen? Beziehungsweise, du sagst es ja, dass die Trainer internationales Renommee dazugewinnen, die österreichischen, und das ist ja als gelungen zu bewerten. Was war dir da wichtig in der Ausbildung? Also das möchte ich gleich vorwegnehmen, dass das natürlich auch ein Ansatz war, den Stellenwert des österreichischen Trainers im Ausland anzuheben, die Qualität zu heben, die Qualität der Ausbildung weiterzuentwickeln. Ich habe die ganzen Ausbildungsstufen natürlich durchgemacht, habe vieles Gutes gelernt, vieles, wo ich mir gedacht habe, ja, das sollte man verändern, und denke, dass uns da mit dieser Reform ein sehr, sehr großer Wurf auch gemeinsam mit den Landesverbänden und der Bundessportakademie gelungen ist, wo es einfach darum gegangen ist, die Kurse mehr an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen. Also wenn man die B-Lizenz jetzt hernimmt, sage ich mal, ist dort der Breitenfußball das Thema, und dementsprechend haben wir dort die Inhalte wirklich dorthin gepasst. Für mich war es immer sehr mühsam, wenn du in der B-Lizenz, in der A-Lizenz und in der Pro-Lizenz dann noch einmal das selbe Thema durchkaust, und im Grunde kommt immer dasselbe. Also diese Differenzierung der einzelnen Stufen war mir sehr, sehr wichtig. Wir haben sämtliche Lehrinhalte, sämtliche Lernziele ausformuliert in allen Fächern, haben sie wirklich, glaube ich, an die Anspruchsgruppen angepasst. Wenn man dann die A-Lizenz, sage ich mal, hernimmt bis zum gehobenen Amateurbereich, das heißt auch genau, also gehobener Amateurbereich, und die Pro-Lizenz dann wirklich dorthin gebracht, wo es dann um den Spitzenfußball geht. Je höher man raufgekommen ist, desto mehr Individualisierung auch. Das heißt, in der Pro-Lizenz war es uns dann halt möglich, dass wir wirklich vor Ort mit den Trainern im 1:1 agieren können. Also diesen Schritt haben wir eingeleitet. Ich habe auch mitgekriegt, dass das durchaus ausgebaut worden ist und wirklich ein wichtiger Schritt war. Was wir auch neu formuliert haben, und das war auch einige Jahrzehnte, hat es eine Trainerordnung gegeben, weiß ich nicht, aus den 70ern, glaube ich. Diese Trainerordnung haben wir neu geschrieben, und also das war wirklich ein großer Wurf, der recht schnell passiert ist. Wo es mir wieder wichtig ist, auch zu sehen, okay, es geht auch darum, Führung, es geht darum, die Landesverbände reinzuholen, die Sportverantwortlichen dort, dass das ein gemeinsames Ding geworden ist. Und ich glaube, dass es auch deswegen so schnell und ohne große Schwierigkeiten auch gegangen ist, weil
Weil das ist gerade in einem Verband, wenn man so ein Thema hernimmt, da wirklich schnell zu Reformen zu kommen, ist, glaube ich, eine Riesengeschichte. Weil es natürlich auch, wenn man in der Politik schaut, wie oft oder wie lang manche Dinge diskutiert werden müssen, da, also das hefte ich mir schon auf die Fahnen, dass ich da einfach, glaube ich, aufgrund meiner Persönlichkeit und auch aufgrund meiner Führungskompetenz da das relativ schnell auf die Beine gestellt habe und muss auch sagen, dass das Feedback von den Teilnehmern in den Kursen zum Großen und Ganzen ein sehr, sehr positives war und dass meine Person, wenn ich von mir jetzt richte, also wirklich sehr, sehr geschätzt wurde, sowohl von den Teilnehmern, aber dann arbeitet natürlich auch mit der UEFA dann zusammen, aber eben da auch international denke ich schon, dass ich einen sehr, sehr guten Ruf auch genieße und ja, das macht schon stolz und ja, freue mich jetzt auch wirklich, dass das auch weitergeführt ist, weil das ist ja dann auch immer wichtig, dass man dass Dinge bearbeitet werden und dass die dann nicht eingestellt werden oder wieder neu auf den Kopf gestellt werden, sondern einfach weiterentwickelt werden und ja, Ja, das. weiterführend war ja dann der Dominik Thalhammer und der Thomas Eidler zuständig. Jetzt der Thomas ja, in oberster Verantwortung. Sind wir weiterhin, weil du sagst, das wurde weitergeführt, sind wir weiterhin auf einem sehr, sehr guten Weg und würdest du den Weg, den die beiden auch da beschritten haben, als sehr, sehr gut bezeichnen? Ja, ich denke, dass sie den Weg weitergegangen sind, dass man einfach mit der Zeit auch gehen muss. Die Gesellschaft entwickelt sich weiter. Es geht, ja, wenn man von E-Learning spricht, von Modulen, von das, was wir jetzt machen, von Konferenzen. Also man muss da wirklich bei der Sache bleiben. Also ich bin schon überzeugt, dass wir gerade auch in der Trainerausbildung wirklich auch einen sehr, sehr guten Ruf in der UEFA auch genießen, dass auch die gemerkt haben, ja, da passiert was, da ist was dahinter und ist auch ein Teil des Fußballs, ein wichtiger Teil des Fußballs, wo wir einfach den Anschluss gefunden haben und ich sage mal, durchaus auch die Überholspur schon eingenommen haben. Also wieder, wenn ich es auch mit der Schweiz jetzt wieder vergleiche. Also ich denke, dass wir durchaus da überholt haben. Ja, sehr gut. Der Thomas Leopold, der kann das nur bestätigen, was du da von der Trainerausbildung gerade auch gesagt hast. Ja, ich gehe jetzt auf ein komplett anderes Thema ein, und zwar auf eine Aussage von dir, die ich gelesen habe. Und das taugt mir, wenn jemand ein Statement abgibt, das vielleicht nicht Mainstream ist. Und zwar hast du gesagt, die Spieler müssen dafür sorgen, dass der Coach glücklich ist und nicht umgekehrt. Also ich habe eigentlich immer so das andere im Kopf. Ja, man hat so im Gefühl, ich muss auch dazu sagen, es ist nicht von mir, also so gescheit bin ich da, sondern von Sir Alex Ferguson, der das gesagt hat. Ich habe das dann wirklich auch übernommen und habe es dann eben in einigen Plattformen auch verwendet, weil es mir einfach so gut gefällt. Und der Eindruck, glaube ich, täuscht nicht, den du auch hast, dass man immer von den Spielern spricht, dass man immer Rücksicht nimmt, wie soll ich sagen, dass man sehr, sehr vieles dem Trainer umhängt. Weil steht ja da, es geht ja das geht ja sehr, sehr viel weiter. Es geht um die Arbeitseinstellung der Spieler. Was versteht er überhaupt unter Profi zu sein? Was hat er für ein Umfeld? Was hat er für Spielerberater rund um sich? Und alle, also ich glaube, dass man, wenn man Spieler entwickeln möchte und muss, dass man ihnen durchaus auch auf die Zehen steigen muss, dass man ihnen Schmerzen unter Anführungszeichen zufügen muss, damit sie sich wirklich weiterentwickeln können. Und entscheidend ist, sage ich mal, gerade im Spitzenbereich, es ist dann entscheidend, was passiert am Platz und was sind die wesentlichen Interessen, die ein Spieler oder ein Club hat, um erfolgreich zu sein. Und da glaube ich,
Es ist so vieles drin. Es ist Professionalität drin. Es ist Arbeitseinstellung drin. Es ist Lebenswandel drinnen, wo der Spieler einfach Aufgaben für sich übernehmen muss, damit der Trainer mal glücklich sein kann, würde ich mal sagen. Und nicht der Trainer muss immer wieder hinweisen, du, ja, vielleicht gehst nur einmal in der Woche zum McDonald's oder jetzt das blödes Beispiel. Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass in den letzten Jahren aber die Spieler anders behandelt werden, ja, müssen, werden sehr hofiert auch von den Funktionären, die Spieler. Der Trainer ist, wie man oft sagt, das schwächste Glied da in der Kette. Aber du sagst schon, also den Spieler muss man auch hier und da mal einen Schmerz zufügen. Ja, also ich glaube, das Wesentliche, und das wird sich wahrscheinlich nicht verändert haben, du musst den Spieler korrekt behandeln. Und wenn er das merkt, dass dieser Respekt, diese Ehrlichkeit, dieses Vertrauen auch gegeben ist, dann ist es wahrscheinlich dem Spieler in der heutigen Zeit, tut es genauso gut wie uns früher. Möglicherweise sind die Einflüsse, die auf einen Spieler einprasseln, von Familie. Es hängt bei manchen Spielern, da hängen ja wirklich Familien dran. Spielerberatern, von Medien, von falschen Freunden, würde ich mal sagen. Da prasselt so viel ein auf diese Spieler und ich glaube, dass sie da in ihrer Persönlichkeit gut beraten sind, da durchaus auch dem Coach einen entsprechenden Stellenwert beizumessen. Natürlich ist die Situation, dass sie im Grunde relativ leicht auch einen Verein wechseln können, selbst wenn sie noch Vertrag haben, relativ einfach gemacht wurde. Es war zu meiner Zeit auch nicht möglich. Also wenn ich den Club wechseln musste, da haben alle einverstanden sein müssen. Der abgebende Club, selbst wenn der Vertrag aus war, konnte noch Geld verlangt werden. Auch diese Stehzeit war ja zu meiner Zeit noch üblich. Also das sind schon Dinge, wo es den Spielern, glaube ich, leichter gemacht wird. Und dass sie, also ich habe durchaus viele, ja, durchaus Spieler erlebt, die halt dann auf der Flucht sind. Also das läuft vielleicht, ja, teilweise einen Monat oder zwei Monate nicht und schon geht es darum, ja, der Trainer mag mich nicht und alle sind so böse zu mir und eigentlich möchte ich schon wieder weg. Und ja, dann sind sie beim nächsten Verein und dort, es wird dasselbe passieren aus meiner Sicht. Wenn der Spieler auch nicht ehrlich zu sich ist und dieses Vertrauen zum Trainer hat, ist, glaube ich, viel, viel Gefahr inbegriffen. Ja, Menschenführung, Teamführung wäre ja ein eigenes Seminar, das wir da starten können mit vielen, vielen Sendungen. Was ist eigentlich der Thomas Janasch jetzt für ein Trainertyp? Wenn ich jetzt als Spieler zu einer Mannschaft komme, wo du Trainer bist, was habe ich da zu erwarten von dir? Also ich schätze mich durchaus als empathisch ein. Also ein Mensch, der ganz gut spüren kann, auch was da im Gegenüber auch so abgeht. Er kriegt einen Trainer, der oder einen Ausbildner, also das war immer mein Credo, mit der entsprechenden Ehrlichkeit, mit dem entsprechenden Respekt, aber eben auch mit der nötigen Disziplin, auch mit der Ehrlichkeit ist ja auch wichtig, dass es manchmal wehtut oder mit Sicherheit Konflikte gibt, dass man die dann auch entsprechend bespricht, löst dann im Endeffekt auch, also ich glaube, dass das schon eine absolute Stärke ist. Aus meiner Sicht die Arbeit am Platz, und das war auch ein wichtiger Grund, warum ich den Schritt eben ins Ausland auch gemacht habe, weil man dann doch wieder neue Gefilde auch betrifft, neue Spieler kennenlernt. Also da merke ich schon, dass die Spieler dem vertrauen, was ich da so abliefere, von den Übungen her, vom Coaching her. Bin sicher ein sachlicher
Trainer, der halt wirklich vom Coaching auch so sein möchte, dass er gehört wird. Das heißt, in seiner Sachlichkeit durchaus ruhig gelassen. Vielleicht ist das auch ein Kritikpunkt, dass ich manchmal vielleicht zu ruhig wahrgenommen werde, aber mein Verständnis von Coaching ist eben dieser Bereich, dass sie nicht laut sein muss, um an den Spieler heranzukommen, sondern es ist wichtig, dass er die Dinge, die er dann von mir zu hören bekommt, einfach für sich verwenden kann. Und ja, also denke, dass das schon eine gewisse Sachlichkeit an mir ist, die von den Spielern durchaus geschätzt wird. Ernst Happel war ja also es gibt ja verschiedene Führungsstile, sage ich jetzt einmal. Und als Trainer bist du in einer Führungsverantwortung. Ernst Happel, ich glaube, es war Hansi Müller, der mal zu ihm gekommen ist und gesagt hat, Trainer, wir müssen reden. Und er hat gesagt, wenn du reden willst, wir Verkäufer und nicht Fußballspieler. Gibt es diese autoritären Typen Trainer? Hast du die durchaus auch kennengelernt oder gibt es die nach wie vor? Gibt es sicher noch. Ich denke aber schon, dass sie eher zur älteren Generation gehören, die wirklich von der Autorität leben. Ich glaube auch, dass sie wenig Haltbarkeitsdauer jetzt haben mit der, weil sie eben die Gesellschaft, die Menschen, die Jugend, die verändert sich, jede Generation ist, die wachsen anders auf, die Dinge verändern sich und das ist, glaube ich, auch eine wesentliche Eigenschaft als Trainer, die dich auch jung hält. Aber dass du auf diese Veränderungen auch eingehen kannst. Und ja, also diese Fähigkeit, auch abschätzen zu können, was geht in diesen Menschen vor, die dir völlig fremd sind, aber das einfach zu verstehen und auch in dein Coaching reinzunehmen, bin sicher auch einer, der Mannschaften haben will oder Spieler haben will, die Verantwortung übernehmen. Sowohl im Training, in ihrem Leben, aber auch natürlich dann im Match, im Spiel, weil ich halt denke, dass aus einer Gruppe, da ist so viel Potenzial immer vorhanden. Das war in meinen Trainerkursen so. Also gerade wenn man dann auf einem Level wie Pro-Lizenz ist, da ist es nicht mehr darum gegangen, dass ich den Teilnehmern was beibringe. Sondern es war ein Lernen von beiden Seiten, ein sehr, sehr offenes Verhältnis. Und ich glaube, dass da viel, viel Potenzial drinnen liegt. Und ich glaube auch, dass diese Gurus, die jetzt halt herum, wenn man Klopp, Nagelsmann da nimmt, aber auch die schon etwas renommierteren, auch Mourinho, da durchaus ihre Fähigkeiten haben in diesem Umgang mit den neuen Generationen. Jetzt hast du ja den sicheren Hafen, sage ich mal, ÖFB verlassen, bist Risiko gegangen und hast gesagt, okay, ich gehe zu einem Club und weiß ja, die Haltbarkeitsdauer eines Trainers in einem Club, sagen wir bei 12, 14 Monate circa. Dominik Thalhammer hat dasselbe gemacht, ist weggegangen vom ÖFB, hat den Schritt zum LAS gemacht. Was hat sie eigentlich für Typen? Geht es hier immer All-In oder Risiko? Also ich glaube nicht, dass wir das Paradebeispiel von All-In-Typen sind. Nein, aber ich glaube, dass uns der Fußball, oder was mich betrifft, dass das der Fußball so viele Facetten hat, wo man sich einfach weiterentwickeln möchte. Oder ich bin so. Oder ich tick so, dass ich schon... Wenn ich merke, okay, das ist jetzt, gerade Trainerausbildung war so ein Thema, okay, da hat man gemerkt, ja, das funktioniert, das ist eingeschliffen, es läuft gut, was ja dann durchaus auch schwierig sein kann, anzugehen, auch bei Trainern. Ich bewundere immer Trainer, die sagen, die haben was Großartiges erreicht und sagen, na, sie gehen jetzt, weil sie genau wissen, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass es vom Erfolg her vielleicht zurückgehen kann und auf der anderen Seite eben dieses Neue, diese Arbeit oder diese Neuentwicklung angehen möchten. Und das war bei mir genauso und ist auch jetzt noch so, diesen Schritt wieder weg vom ÖFB zu machen, weil ich ja überzeugt bin von dem,
was ich kann, was ich tue, was ich bisher mit Fußballmannschaften erreicht habe, wie ich mit Spielern zurechtgekommen bin, wie ich Spieler entwickelt habe, wie die Spieler, also ich sage mal, sämtliche Spieler, die ich jetzt irgendwann einmal wieder treffe, und man läuft sie ja immer wieder über den Weg, aus sämtlichen Stufen, wo ich gearbeitet habe, das ist ein absolut korrektes und wertschätzendes Verhältnis geblieben. Und das, ja, diese Erfahrungen und dieses, also ich bin durchaus offen für neue Sachen und dieser Schritt ins Ausland. Ich sage mal, in Österreich habe ich meinen Namen gehabt, das war okay, das war, ist gesettelt. Aber ich habe gesagt, nein, ich möchte es international auch wissen, habe die Gelegenheit bekommen und ja. Also muss man, würdest du sagen, muss man seine Komfortzone verlassen, um sich weiterentwickeln zu können? Also das mit Sicherheit. Manchmal passiert es ja im Leben auch unfreiwillig, dass man unfreiwillig die Komfortzone verändern muss. Aber für mich persönlich ist es ein wesentlicher Aspekt, da rauszugehen und über den Tellerrand, heißt es immer, um das Phrasenschweinerl auch wieder zu bedienen, zu schauen. Also ich glaube, dass es auch jung hält und was Neues zu erleben, was Neues wieder anzugehen, ist ja, es gibt so viel Energie für mich, wieder, um dich wieder zu beweisen, weil jede Mannschaft, jeder Spieler ist eigen. Und mit diesen Dingen umgehen zu können, das ist schon sehr, sehr spannend. Tolle Einblicke. Kurze Frage auch noch, dass du mit so vielen Spielern zusammengearbeitet, die auch jetzt international sehr, sehr erfolgreich sind. Wer von den Spielertypen hat dich am meisten beeindruckt und hast du auch noch Kontakt? Ja, gibt's natürlich mehrere, die es da gibt. Natürlich sind die Spieler, die ich in der Nationalmannschaft betreuen durfte, die sind natürlich vom Namen her sehr, sehr spannende Spieler. Marko Arnautovic ist zum Beispiel einer, was wirklich eine sehr, sehr spannende Arbeit war. Arbeit und andere, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber da war schon einiges zu tun. Und auch bei ihm muss man dann sagen, ja, also er hat es überrissen, dass wir ihn wertschätzen, dass wir ihn respektieren. Aber er hat dann auch gemerkt, okay, bei denen kann ich so und so, so weit gehen. Das ist es, der hat genau Bescheid gewusst, der hat gewusst, dass wir ihm auf seinem Weg helfen können. Und also das war schon, ich sage mal, von der Aufgabe her einer der schwierigsten, den wir unter den Fingern hatten. Sonst dann, wie gesagt, gerade die Spieler, die du halt länger betreut hast, wenn ich an Veli Kavlak auch denke, den habe ich zu meiner kurzen Zeit als Lehrer in der ersten Klasse sitzen gehabt. Und das an, oder ein Rubin Okrotia, die hast du begleitet, seitdem sie 10, 11 Jahre waren. Und diese Entwicklungen machen einen dann schon sehr, sehr zufrieden und stolz. Aber durchaus auch Spieler, ich meine, wir haben in der Akademie, sind nicht alles Profis geworden. Aber jetzt habe ich unten längst wieder geschaut auf LinkedIn und da ist einer ein Arzt geworden, der ist jetzt in Melbourne in irgendeinem Universitätsspital. Also das sind schon Dinge, wo man dann denkt, ja, da sind viele Dinge ganz gut gelaufen aus meiner Sicht. Sehr gut. Der Matthias Demper hat noch eine Frage. Kann man sich das jetzt noch vorstellen in der heutigen Zeit? Würdest du dir das wünschen, einen unter Anführungszeichen letzten Verein zu trainieren und zu einem Ferguson Wenger zu werden? Also Langzeittrainer, kannst du dir vorstellen, auch 15 Jahre zum Beispiel bei einem Verein zu arbeiten? Also viele. Natürlich kann ich es mir vorstellen. Es gibt ja noch ein paar Dinosaurier, Christian Streich ist so einer bei Freiburg, der wahrscheinlich auch nur dort hinpasst, der dort halt wirklich seine Zeit als Trainer, der ja von der Akademie aus gestartet ist und jetzt schon viele, viele Jahre dort großartige Arbeit leistet. Ich denke aber, dass wenn sowas passieren sollte, glaube ich schon, dass das, also gerade was Erwachsenenbereich, Profibereich betrifft, dass in der Mannschaft dann doch eine gewisse Fluktuation herrschen sollte. Also dass dann
wirklich das Gefühl auch entsteht, okay, du bist wieder mit einer neuen Mannschaft zusammen. Und weil ich glaube, das ist den Spielern, wenn du einen Spieler 5 Jahre oder 6 Jahre trainierst, also das muss der Spieler dann auch erst mal aushalten, weil es halt keine Überraschungen mehr dann auch gibt. Und ich glaube schon, dass es auch gelingen muss und soll, die Spieler auch manchmal noch überraschen zu können. Sehr gut. Der Gerhard Blanker, Hauptgruppenobmann im Niederösterreichischen Fußballverband, Hauptgruppe West, schreibt noch, wer bereit ist, sich einigermaßen ständig in der Lernzone aufzuhalten, wird sich weiterentwickeln. Genau das, was du gesagt hast, Thomas. Weil ich gerade den Gerhard Blanker habe von der Hauptgruppe West, der natürlich für den Amateurfußball zuständig ist, so abschließend. Die Frage, verfolgst du in Österreich diesen Amateurfußball noch ein bisschen? Hast du noch Kontakte zum Amateurbereich? Ja, Verbindungen. Also ich sage einmal, bis zur Regionalliga habe ich das durchaus ganz gut im Auge. Dann in einigen Bundesländern natürlich auch weiter hinunter. Gerade wenn ich bin natürlich in Wien, Niederösterreich, zu Hause in Österreich und was ich natürlich schon, ich habe ja nach meiner Profikarriere habe ich ja dann einen Freundschaftsdienst erwiesen und habe in Aspern an der Zeier noch ein paar Jahre gespielt und auch dort großartige Zeit verbracht und das sind natürlich Vereine, wo man immer wieder mal schaut. Ich glaube, die sind jetzt mittlerweile wirklich in der letzten Klasse, in der zweiten Klasse, nur mehr unterwegs. Aber ja, wenn man weg ist, es wird schon weniger. Also das ist schon so. Dafür weiß ich halt jetzt mehr über die Schweizer Amateurliga Ja, noch. genau. Ja, super. Eine Frage habe ich noch im Chat. Kennst du den neuen Ausbildungsleiter und was hältst du von ihm? Wir haben zuerst über die Trainerausbildung Thomas gesprochen. Eidler. Ja, wahrscheinlich. Max, meinst du Thomas Eidler? Wenn ja, dann sag uns das ganz kurz. Aber reden wir mal kurz über den Thomas Eidler, weil ich den auch Ja, sehr schätze und persönlich natürlich, weil kenne. der hat natürlich seine komplette Ausbildung unter meinen Fittichen gemacht. Ich weiß noch, wie man mit dem Pro-Lizenzkurs auch eingeladen hat. Von der UEFA gibt es immer so Study Groups, wo 4 Nationen mit ihren Profi-Lizenztrainern eingeladen werden. Und da hat er eine hervorragende Videoanalyse, Gegneranalyse von Atletico Madrid hat er dort vorgestellt. Also der hat wirklich alle beeindruckt. Ich glaube, dass er einer ist, der sehr sorgfältig arbeitet, der viele, viele gute Ideen hat, der durchaus auch ein Strukturierer ist. Also kann da sicher in die Fußstapfen hineinkommen, die seine Vorgänger, weiß nicht, Hitzl war vor meiner Zeit, meine Wenigkeit und dann der Dominik, also die ja auch lang zusammengearbeitet haben. Also ich denke schon, dass er das gut machen kann. Weiß aber auch, dass ich natürlich insofern den Vorteil hatte, weil ich halt doch ein renommierter Profi, also vielleicht haben es die Leute oder die Trainer mir halt mehr geglaubt, weil ich, oder klingt jetzt blöd, aber dieses Wissen eben aus der Trainer- und aus der Spielertätigkeit, denke ich, ist vielleicht ein kleiner Vorteil, den ich gehabt habe, dieses Problem oder dieses Thema, der Gerhard Hitzl vor mir auch gehabt, dass halt gelegentlich jemand dabei war, der gesagt hat, ja, was soll man der erzählen? Der hat ja nie selber. Ja, Thomas kommt ja aus dem Amateurfußball, wo er, glaube ich, dann, bevor er zum ÖFB gegangen ist, beim ASK Mannersdorf tätig in der zweiten Landesliga. Aber es ist trotzdem ein Beweis, dass man auch vom Amateurbereich in den Profibereich schaffen kann, wenn man sich auch ja, richtig anstrengt und sich dementsprechend weiterbildet. Ja, abschließend. Was sind jetzt kurzfristig die nächsten Pläne bei dir? Wie schaut das jetzt aus? Wie lange wirst du noch in der Schweiz verweilen? Ja, also ich habe das eine oder andere Projekt laufen, habe mit einem Freund auch die Idee zur Selbstständigkeit irgendwo im Hinterkopf, falls gar nichts mehr kommt. Dann wollen wir eben genau in diesem Bereich im Fußballsport, was Consulting, was Leadership-Entwicklung was Kommunikation betrifft, was Mitarbeiter
Führung betrifft, haben wir uns etwas zusammengereimt, sind jetzt mittlerweile mit der Homepage, die wäre auch quasi fertig, wenn wir uns entschließen würden, das dann wirklich zu machen, weil ich denke, dass da viel, viel Potenzial bei Clubs vorhanden ist, wo wirklich die Identifikation mit dem Club, die Zusammenarbeit im Club, die verschiedenen Abteilungen, die Aufgabenverteilungen. Also da habe ich schon vieles erlebt, wo viele Clubs auch beim FC Basel was lernen könnten oder Verbesserungen anzustreben sind, ist auch so ein Aspekt, den ich jetzt hier von Basel noch ein bisschen betreibe. Corona ist auch irgendwo ein Grund, warum ich hier geblieben bin. Ja, die soziale Absicherung ist hier auch eine etwas andere, etwas bessere als wie in Österreich. Aber wenn, im Fußball kann es ja dann oft schnell gehen und dann habe ich auch recht schnell die Sachen gepackt und hoffe halt wirklich für mich, dass ich sage mal, mit Sommer dann auch eine neue Aufgabe antreten kann. Ja, am liebsten natürlich als Cheftrainer irgendwo. Mhm. Ja, super. Die nächste Großveranstaltung steht an, die EM soll in 11 oder 12 verschiedenen Städten Europas stattfinden. Glaubst du daran, dass sich das ausgeht? Ja, ich bin überzeugt davon, dass sie es durchführen können. Ich denke auch, dass die Gegebenheiten bisher im Fußball, dass die Länder sehr, sehr gut gemacht haben, dass diese Konzepte, die entwickelt worden sind, sehr, sehr gut funktioniert haben. Ich glaube auch, dass die UEFA sich diese Blöße nicht geben wird, da etwas zu verändern. Die Idee selber war für mich von Anfang an keine so tolle, weil ich denke, dass gerade auch dieses Flair, ich habe es in Frankreich erlebt, es ist dann schon toll, wenn du in einem Land bist, wenn alle Mannschaften in einem Land sind, wenn auch die Fans dort anreisen, wo das wirklich auf relativ überschaubaren Flächen passiert. Und jetzt wird es aus meiner Sicht schon sehr, sehr auseinandergerissen. Plus aktuelle Zeit, Corona-Zeit, ist natürlich nicht die schlaueste Idee, wenn 100.000 Menschen in der Weltgeschichte herumfliegen und reisen. Kurzen Blick nur zu einem WM-Quali-Gegner Israel, da ist ja der Herr Ruttensteiner und jetzt seit neuestem auch der Rupert Marco engagiert. Was sagst du erstens einmal zu dieser Verpflichtung dazu? Ja, Willi kennt den Rupert natürlich sehr, sehr gut aus der Zeit und er hat ja nicht nur den Rupert geholt, also es sind ja mehrere ÖFB-Leute beim israelischen Verband angestellt gewesen oder noch angestellt. Der Klaus Lindenberg ist ja auch nach wie vor Tormann-Trainer dort. Es ist schon so, dass man sich Leute holt, denen man vertraut und mit denen man auch schon zusammengearbeitet hat. Ich bin sicher, dass sie sich wieder sehr, sehr gefreut haben, wie Israel gesehen hat, dass wieder Österreich in die Gruppe kommt. Also ich denke, das Trainerteam hat jubiliert. Bin aber auch der Meinung, dass sie die Österreicher diesmal nicht so überraschen können wie beim letzten Heimspiel in Israel. Es war nur beim Heimspiel eine Überraschung, das Auswärtsspiel konnten wir ja sehr, sehr überzeugend gewinnen. Der Matthias Temper fragt, ob du noch einen gültigen Vertrag in Basel hast. Nein, mein Vertrag ist mit Ende August abgelaufen. Auch eine Sache, auf die ich durchaus noch stolz bin, ich will es nicht verschreien, aber bin noch nie entlassen worden, also wenn ich wo aufgehört habe, dann ist der Vertrag ausgelaufen oder ich hab selber gesagt, dass ich eben bis weit aus da damals war, wie zum ÖFB gegangen bin, wo ich halt selber dann gebeten habe, da rauszukommen. Also ist auch etwas, was nicht so üblich ist im Fußballgeschäft. Und ja, gute Sache, ich hoffe, es bleibt so. Aber jetzt muss zuerst einmal was Neues kommen. Sehr gut. Lieber Thomas, 1:45. Ich glaube, das war bis jetzt meine längste Sendung, was ich gehabt habe. Ich hätte noch einige Fragen gehabt, die habe ich jetzt da schon übersprungen, weil sonst würden wir nur bis in die Nacht da miteinander sprechen, was natürlich toll wäre. Aber
Auch alles Schöne hat mal ein Ende, lieber Thomas. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Erstens einmal für die sehr, sehr unkomplizierte Kontaktaufnahme mit dir, dass du sofort zugesagt hast. Du hast da sofort, das muss ich auch den Leuten draußen sagen. Also, das war absolut, unkompliziert und einfach. Und er hat mir sofort zugesagt, das ist nicht so, so üblich vielleicht. Und das freut mich. Und vor allem, dass ich so ein bekanntes Gesicht in der österreichischen Fußballszene da vor die Kamera bekommen konnte, freut mich ganz, ganz besonders. Ich Ja, vielen Dank persönlich. für die Einladung. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bin auch froh, wenn ich wieder in Österreich ein wenig auftauchen kann. Und ja, na, gute Sache. Hat wirklich Zeit, ist im Flug vergangen. Ja, Thomas, du wirst noch die Abschlussworte haben. Ich möchte nur einen kurzen Dankesworte an die Leute im Chat richten. Wir haben sehr, sehr viele Zuschauer gehabt, immer wieder zugeschaltet, weggeschaltet, zugeschaltet, weggeschaltet. Es ist eine große Liste von Namen in meinem Chat. Der Gerhard Blank schreibt dir noch alles Gute. Der Thomas Leopoldseder bedankt sich noch bei dir. Ich bedanke mich bei allen, die im Chat dabei gewesen sind. Bedanke mich bei dir, Thomas, und würde jetzt die Abschlussworte geben. Der Markus Schabert schreibt noch: solche Typen wie Thomas Janisch jetzt braucht der Fußball vermehrt. Bin ich genauso deiner Meinung, Markus. Ja, Thomas, bitte deine Abschlussworte und dann verabschieden wir uns. Ja, zum Schluss bei dir habe ich mich ja schon bedankt für die Einladung, aber jetzt auch an die Chat-Teilnehmer. Freut mich, dass Sie Ihre Zeit, es war doch länger, als wir geplant haben, dass Sie da dabei waren. Ich hoffe, dass meine Aussagen gut rübergekommen sind, dass vielleicht ein oder andere was zum Überlegen mitbekommen hat. Du sagst unkompliziert, was mit mir, das, ja, also ich denke, dass das auch. Ja, es passt einfach zu meiner Persönlichkeit und ich glaube auch, dass es diese entsprechende Wertschätzung geben sollte. Ich finde toll, dass es solche Formate gibt, wo es ja auch sehr, sehr viel auf Eigeninitiative passiert und ja, viel, viel, viel Spaß bei den nächsten Sendungen. Und für mich war es wirklich schön, wieder mit den Österreichern kommunizieren zu können. Ja, perfekt. Viele Grüße in die Schweiz. Und von mir aus nochmal die Ankündigung für nächsten Dienstag, 23.03. Wir sprechen über den Behindertenfußball. Die Special Needs werden vor dem Vorhang geholt. Und da haben wir vom SK Rapid Wien den Matthias Schuh und den Trainer der Special Needs, Matthias Costa, eingeladen. Und da freue ich mich auch schon besonders. Bitte schaltet wieder alle so zahlreich ein am Dienstag, 23.03.19 Uhr. Und wir verabschieden uns aus dem Chat und wünschen euch noch einen schönen Abend. Danke. Ciao. Ciao.